Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Manfred Höfert. Wir trafen uns in der ältesten Berliner Kneipe zur letzten Instanz. Zu Anfang des Gesprächs gehen wir darauf ein, dass wir uns eigentlich am Vortag verabredet hatten, und zwar im Mommseneck. Nur saß Manfred im Mommseneck am Potsdamer Platz, während ich im Mommseneck in der Mommsenstraße auf ihn wartete. Mein Gott, jetzt nimmt das also nicht so ernst. Um was geht's eigentlich hier? Ich meine, das muss ich dich mal fragen, bevor wir überhaupt... Grüße dich. Schön, dich zu sehen. Ja, und ich habe noch eine Broschüre von der anderen Mommseneck dabei. Ja. Damit du dich mal informieren kannst. Ja, muss ich jetzt nicht hin. Wo ich war. Ja, aber sehr schön gemacht. Ne? Ja, gut, kann ich mir vorstellen. Aber du hast meine E-Mail nicht genau gelesen. Ich habe nicht damit gerechnet, was? Dass es noch ein Mommseneck gibt. Nein, aber du liest meine E-Mail nicht. Habe ich genau geschrieben. Sogar mit Mommseneck am Potsdamer Platz. Ja, habe ich geschrieben. Und zwar mit Webseite und allem drum und dran. Naja, macht ja nichts. Jetzt nehme ich erstmal eine Weiße mit Schuss erstmal. Eine rote oder eine grüne? Eine grüne, immer grün für mich. Jawohl. Und jetzt kann ich aber über meinen Podcast erzählen, warum ich hier das Aufnahmegerät zu stehen habe. Ja. Ein Podcast ist, also man macht Audioaufnahmen, es gibt auch Videopodcasts, aber vornehmlich Audioaufnahmen. Oft unterhalten sich Leute nur. Und stellt es dann ins Netz auf eine bestimmte Seite. Und Leute können sich das runterladen und viele hören sich es beim Joggen an oder beim Autofahren oder im Flugzeug oder im Zug, wenn sie lange unterwegs sind. Wer einen langen Arbeitsweg hat, weiß sowas zu schätzen. Dann kann er sich das anhören, wenn Leute halt darüber reden, wenn sie interessant erzählen. Ist halt eine Alternative zum Lesen. Also ich abends entweder lese ich oder höre mir Podcasts an. Mhm. Ich höre viele Wissenschaftspodcasts, werden halt Paper vorgestellt und das ist halt nicht so trocken, als wenn man es sich durchlesen würde und auch nicht so teuer. Also die Zeitschriften, die sich zu kaufen, in den Paper vorgestellt werden, geht ins Geld und Podcasts kriegt man halt kostenlos. Mhm. Ich folge zwei theoretischen Physikern, die so Anfang 30 sind, die halt beim über Paper sich erzählen, sich noch einen wegkichern und Bier trinken. Aber immer ganz genau erklären, auch was in dem Paper, was da gemeint ist und noch ein bisschen staunen und so. Ja, und ich. Aber das ist dann schon so gemacht, dass die wissen, dass es ein Podcast ist und sie deshalb etwas, sagen wir mal, akkurater auch die Dinge beschreiben. Sie planen das schon durch, das wissen auch, dass die Leute nicht sehen. Die machen manchmal auch Experimente, die sie dann beschreiben. Mhm. Genau. Und ich wollte einen Podcast über Wikipedia haben. Ja. Den gibt es nicht, jedenfalls nicht auf Deutsch. Auf Englisch gibt es einen, den ich kenne. In den USA macht den jemand und ich wollte halt einen deutschen. Und mein Prinzip ist, dass ich Leute anrufe per Skype, manchmal auch per Telefon. Und mich dann Unterhaltung über alles, was so mit Wikipedia zu tun hat, näher oder ferner. Ja. Ich habe jetzt schon mit einem Chinesen gesprochen, der in Deutschland lebt, der für IBM arbeitet und sich in der chinesischen Wikipedia als Auslandschinese aktiv ist. Ich habe mit jemandem gesprochen, der programmiert, Kiwix, also eine Offline-Software, um Wikipedia sich runterzuladen und dann offline lesen zu können, was zum Beispiel in Afrika an den Universitäten eingesetzt wird, die keinen stabilen Internetzugang haben, um ihre Studenten mit der... Ja. Und auf mich bin ich ja, wir sind ja, haben uns ja in der Wikimania auf der jährlichen Konferenz der Wikipedianer London kennengelernt. Und was ich so sehe, hast du Wikipedia quasi zu deinen Hobbys dazu gefügt, nachdem du in Rente gegangen bist. Ja, nee, also bei mir ist es einfach so. Erstmal muss ich dich nochmal was fragen. Ja. Wie stehst du zu Wikipedia? Hast du irgendwie eine offizielle Funktion? Ich habe inzwischen keine offizielle Funktion mehr. Ich war eine Zeit lang im Präsidium von Wikimedia Deutschland. Tatsächlich, ja. So 3-4 Jahre. Mhm. Jetzt aber schon, das ist schon 2 Jahre jetzt her. Genau. Und seitdem bin ich Autor, fotografiere, sowas. Sehr schön. Also wie ich zu Wikipedia gekommen bin, ist einfach so, dass ich natürlich über Wikipedia Bescheid wusste. Ich musste nochmal nachgucken, wann mein erster
meine erste Einstellung, wie sagt man, erster Artikel. Du hast ja auch gleich mit einem Artikel angefangen, hast du neu erstellt. Ja, ich habe ihn natürlich neu erstellt, kriegt ihn um die Ohren geschlagen, weil man natürlich, das war eine Biografie, weil man natürlich da gewisse Regeln, Kopf und Formatierung einhalten muss. Das habe ich dann auch gemacht. Ich meine, es hat mir einfach Freude. Ich kam eigentlich auch dazu, diese Biografie zu machen oder mehrere Biografien zu machen, weil ich in einer Gesellschaft bin in Freiburg, die nennt sich Museumsgesellschaft. Hat mit Museum aber nichts zu tun. Die ist hervorgegangen aus einer Lesegesellschaft, die sich 1806 mit dem Übergang Freiburgs an Baden, das war ja früher habsburgisch, gegründet hat. Und zwar mit dem reinen politischen Zweck, die beiden Landesteile, nämlich Baden, was existierte, was damals Großherzogtum wurde, mit dem Süden, der katholisch war, der Norden war übrigens evangelisch, mit dem Süden zu vermählen. So hat es der Dichter Jacobi ausgedrückt in einem kleinen Poem. Und da bot sich eben an, Lesegesellschaften waren damals à la mode, da bot sich dann eben an, auch in Freiburg so eine Lesegesellschaft zu gründen. Und das war der Gouverneur, der badische Gouverneur, der aus Karlsruhe kam, um die Freiburger zu integrieren. Und er hat also gesagt, das Beste ist, wir binden alle Leute, die was in Freiburg zu sagen haben, binden wir ein in einen Verein. Und das wird eine Lesegesellschaft. Lesegesellschaft war deshalb so interessant, weil Zeitungen waren teuer, Bücher waren teuer und dann hat man die angeschafft für so eine Gesellschaft und jeder konnte dann lesen. Übrigens, der Artikel über die Lesegesellschaft, über die Freiburger, ist dann auch noch von mir, den habe ich auch noch geschrieben. Das ist eine Art Bibliotheksclub, ist das dann, ja? Ja, ein Leseclub. Also es ist, guck unter Lesegesellschaften nach, und da wirst du sehen, eine ganze Latte gibt es da. Viele sind noch nicht beschrieben. Ich hatte mal die Idee, über die Bonner zu schreiben. Die haben mir dann sehr viel Zeug geschickt, Literatur geschickt, aber ich bin noch nie dazu gekommen. Weißt du, wenn es dann so richtig in Arbeit ausartet, dann macht mir das auch keinen Spaß mehr. Das muss ich ja nicht mehr machen. Nee. Wikipedia muss auch spaßgetrieben sein. Ja. Sonst funktioniert es nicht, wenn man mit Freiburg arbeitet. Ja. Kurz und gut. Also, stand ein Jubiläum an, 2006. 200-jähriges Jubiläum. Die haben sich dann später umbenannt in Museumsgesellschaft. Das hat man mit den Musen zu tun. Okay. Ja, die Musen, weil sie nämlich auch Tanz und Musik und alles mit hineinnahmen in ihr Programm. Und auch die Geschichtsschreibung übrigens, und deshalb dann nennen sie sich Museumsgesellschaft. Es gibt übrigens viele Beispiele, wo auch Museumsgesellschaften eigentlich mit den Musen zu tun haben. Und wie gesagt, 2006 stand das also an. Und ich habe mich immer schon für Freiburger Geschichte interessiert. Ich habe eine eigene Webseite, wie du weißt. Und da kamen eben so verschiedene... Freiburger Geschichte in Zitaten? Ja, genau. Ja. Und da kamen nämlich dann so verschiedene interessante Leute, weil zu der Gründungszeit waren natürlich die Crème de la Crème war da drin in dem Verein. Und wie der Karl von Rotte. Das war keine Untergrundbewegung, sondern... Nein, es wurde offiziell gefördert. Es kamen ja die Militärs vor allen Dingen von Norden und die mussten sich dann mit dem Bürgermeister und mit allen möglichen Leuten mussten die sich vertragen und dann gab es noch viele Professoren, der Professor Eckert zum Beispiel, der Hauptchirurg an der Universität und wie sie alle heißen. Hatten wir damals einen Präsidenten in der Museumsgesellschaft und der hat dann gesagt, Sie könnten doch mal ein bisschen was, Sie weiß, Sie schriftlich interessiert, Sie könnten noch mal ein bisschen die Biografien bearbeiten und schreiben, habe ich dann gemacht. Gibt dann auch auf der Webseite der Museumsgesellschaft in Freiburg, gibt es eben auch diese Biografien. Und dann habe ich gedacht, da kommen unsere Kohlrollen. Geguckt in Wikipedia und da gab es noch keine von diesen Leuten, bekannte Leute. Und daraufhin habe ich dann gesagt, gut, dann machst du die auch für Wikipedia. Und so bin ich zu Wikipedia gekommen. Einfach so.
Genau, das ist der beste Weg. Die Grundarbeit war ja schon gemacht, es musste nur noch in die richtige Form gegossen werden. Ja, das war mein Einstieg in Wikipedia. So, und jetzt ist das der Einstieg in die Kohlroulade hier. Mhm. Schön ist das, schön, mein Gott. Du weißt, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Berlin. Mein Vater war ja Berliner. Mhm. Nee, das weiß ich nicht. Du hast, also was ich weiß, ist, dass du in Genf gearbeitet hast und jetzt dann, nachdem du in Rente gegangen bist, nach Freiburg gezogen bist. Und was war vorher? Ja, vorher war ich ja als bei CERN angestellt. In Genf. In Genf. Und zwar nicht als direkter Forscher, sondern als ein Betreiber dieser Anlage. Und zwar war ich die letzten 8 Jahre meines Berufslebens war ich Chef vom Strahlenschutzdorf. Ich hatte mit Strahlung zu tun und das war eben auch wichtig. Hast aber auch Veröffentlichungen gemacht. Ja. Auf meiner Webseite siehst du die ganze Latte. Mhm. Ja. Und bist du direkt nach dem Studium ans CERN? Nee. Vorher war ich noch. Also, Diplom und promoviert habe ich in München, jeweils an der Uni. Und bin dann erst zum Max-Planck-Institut nach Mühlheim-an-der-Ruhr. Und dann durch einen Unfall, das will ich jetzt hier nicht ausführen, vor allem, weißt du, da gab es also gewisse Schwierigkeiten und dann habe ich mich bei CERN beworben und wurde da genommen. Das ist ja der Traum, ehrlich gesagt. Also CERN, ich war da noch nicht, aber alle Wissenschaftler, auch von den Wissenschaftspodcasts, wenn die CERN sagen, müssen sie erstmal kurz seufzen hinterher. Ja. Ach, CERN. Ja, es war auch für einen, der, es gibt ja auch die Leute, die Beschleuniger betreiben und so, das auch alles an sich studierte Leute dann, der Vorteil vom CERN war ja, dass man ja die besten Vortragenden da bekam. Ja? Wenn der Nobelpreisträger im Nobelpreis vergeben wurde, 2 Monate später war der schon bei uns ein Vortrag. Mhm. Cool. Und insofern hat man die auch alle dann. Ist schon ein Name, CERN. Ja. Ich weiß noch, ich war mal in so einem Komitee bei uns über die wissenschaftlichen Vorträge, die im CERN gehalten werden sollten. Und da habe ich das noch vermittelt mit dem Karl Friedrich von Weizsäcker. Der hat dann auch 3 Vorträge gehalten. Mhm. In sehr gutem Englisch übrigens. Weizsäcker sprach ja ein sehr gutes Englisch, während, naja, es gab andere, die sprachen ein wenig. Aber das nenne ich jetzt keinen Namen. Von Helmut Kohl ist das ja überliefert. Na, ich rede jetzt von Physiker. Mach mal. Ja, das war meine Zeit bei CERN. Sehr interessant. Ich bin sehr viel Welt rumgekommen in der Welt. Beruflich, oder? Ja, beruflich. Mhm. Wir hatten auch Austausch mit der damals noch Sowjetunion, mit Dubna und mit Scherpukov. Also Dubna kenne ich vom Namen irgendwie. Scherpukov ist eigentlich, Dubna ist mehr Kernforschung und Scherpukov ist mehr Elementarhilfe. Das eine ist nördlich von Moskau, das andere südlich von Moskau gelegen. Und das mit, ich hatte das auch gesehen bei deinen Vorträgen oder Papers, war auch was dabei. Es verwundert mich doch sehr. Ich hätte gedacht, dass der Kalte Krieg das eben völlig verhindert hätte, dass ein Austausch stattgefunden hat. Aber das war nicht offensichtlich nicht so. Naja, also das war eben so, dass wir als internationale Organisation eben diese Berührungsängste nicht hatten. Oh, der Salat ist gut, Donnerwetter. Ja. Und das Einzige, was damals mal eine Rolle gespielt hat,
waren dieser der Aufstand in China, das war das, also schon später, als Tiananmenplatz. Genau. Als ein Jahr später eine Konferenz stattfand, internationale Konferenz, in Beijing, wo ich einen Vortrag angemeldet hatte. Und das ging dann bei uns bis zum Generaldirektor. Denn damals hieß es dann, ja, also das könnte man eigentlich nicht, da könnte man eigentlich hinfahren. Dann bin ich trotzdem hingefahren. Ich war einer der neun sogenannten Western People, wobei fünf aus Japan kamen, die waren eigentlich Eastern. Ich weiß noch, da war einer, ein Südafrikaner, ein Franzose, einer aus Holland und meine Wenigkeit. Wir waren also die Western People. Und das ist eine ganz eigene Geschichte. Hat es auch mit Nordkorea irgendwas zu tun? Nee, aber nie gehabt. Ich hatte nur einen Kollegen, der ist da mal hingefahren. Wir hatten so alte Hochfrequenzkavitäten zum Beschleunigen, die man nicht mehr brauchten. Die wurden abgelöst durch neue Konstruktionen. Und dann musste er da hinfahren und hat die sozusagen in Anführungsstrichen verkauft. Der war dann in Nordkorea. Das ging natürlich alles sehr kompliziert, weil es war ja Technologie, aber es war alte Technologie und so. Und die haben wir ihm praktisch geschenkt, glaube ich. Ne, es waren interessante Zeiten. Ich habe gesehen, dass du Mr. Dosimeter genannt wurdest. Oder Ahnherr der Dosimetrie. No. Ist das übertrieben? Das ist übertrieben. Natürlich übertrieben. Aber du hast schon Wesentliches da geschrieben, oder? Ja, das ist. Das Problem bei uns war ja, es gibt ja die klassische Dosimetrie. Denk an Röntgenstrahlen und Gammastrahlen. Also Dosimetrie, da geht es darum, ionisierende Strahlen zu messen und dann umzusetzen, diese Messung in eine Bewertung der Strahlengefährdung. Und da nimmt man an, dass also sogenannte locker ionisierende Strahlung, wie Röntgenstrahlung oder auch Gammastrahlung, dass die sozusagen die gemessene Dosis, dass die mit dem Schaden übereinstimmt. Das hat man so definiert. Aber bei Neutronen wird das schon komplizierter. Da gibt's also, muss man unter Umständen den Faktor 10 anwenden. Die sogenannte biologische Wirkung wird dort mit dem Faktor 10. Sehr gut, vielen Dank. Und dann gibt es natürlich noch diese mehr exotische Strahlen, diese ganz hochenergetischen Strahlen, mit denen wir zu tun hatten. Und da, diese so richtig zu bewerten, das ist, das machen nur ganz wenige, die damit zu tun haben. Und das war natürlich eine interessante Aufgabe. Und die wurde erst dann interessant, richtig interessant, als sich der Normalbürger für die Strahlenbelastung der Piloten interessierte. Denn da gibt es ja auch oben die Höhenstrahlung. Und das ist praktisch das ähnliche Spektrum, was wir dort im Beschleuniger haben. Und da waren wir natürlich plötzlich gefragt. Da gab es von der EU gab's Geld. Wir hatten einen Strahl, mit dem man also solche Felder simulieren konnte. Und dann kamen die Leute von weit her und haben ihre Dosimeter dorthin gestellt, um zu messen, wie die Anzeige war, wie man überhaupt messen kann mit dem Ding. Eichamt war quasi. Ja, Eichen tut ja nur die PDB. Wir haben höchstens kalibriert. Kalibriert, genau. Wie früher oder an manchen Rathäusern ist es ja noch eine Elle hängt, wo alle dann nochmal ihre Elle ranhalten können, habt ihr Dosimeter kalibriert. Ja. Und zwar, diese Elle gibt es also nicht nur an Rathäusern, sondern auch am Freiburger Münster. An der Kirche? Ja, am Eingang.
weil der Markt ist ja drumherum. Da konnten die gleich hingehen, so wie heute bei, ich weiß nicht, was gibt es heute auch in manchen Supermärkten, kann man den Barcode, kann man einscannen, ob das, genau. Ob das naja. Nein, wir haben sogar praktisch Geld von der EU damals bekommen. Und das waren so meine letzten Dienstjahre praktisch, wo ich da mich mit, wo ich da ein bisschen was gemacht habe. Aber ist ja. Das, du hast 1968 in CERN angefangen. Da war ja, ich meine, bis 2000 hat sich ja dann doch einiges verändert, ne? Also es hat ja gewaltige Fortschritte gemacht. Naja, ich weiß noch, mein erster Chef war Norweger. Und der sprach besser Deutsch als Englisch. Der lebt über, übrigens auch, der muss über 90 sein inzwischen. Ist zurück nach Norwegen gegangen. Das war einer der Fälle, wo, der sah sehr germanisch aus, natürlich auch Nordländer. Sein Bruder war in der norwegischen Widerstandsbewegung. Der hat sich irgendwie in die Wildnis verschlagen. Aber ihn hat man dann verhaftet und nach Heidelberg geschickt. Er musste deutsche Physik studieren. Auf Deutsch. Und er hat mir noch davon erzählt, dass seine ganzen Lehrbücher waren dann auf Deutsch. Auch nach dem Krieg noch Physiklehrbücher. Und er hat dann das irgendwie so ein bisschen. Ich hatte das beste Verhältnis zu ihm. Ich hatte gar keine Ressentiments mir gegenüber, aber er hatte jedem erzählt, der es auch nicht hören wollte, dass er im KZ gewesen sei. Und zwar auf der die haben ja 1944, 45 haben die ja noch die ganzen Ausländer versucht zurückzuführen. Da ist er auf dem Rückweg nach Norwegen, ist er in Neuengamme hängen geblieben. Ungefähr eine Woche, bis die Engländer kamen und ihn befreit haben. Und dann war er im KZ. Ich habe auf deiner Website auch einen Vortrag gesehen, wo du auf die Frage eingehst, ob die Deutschen eine Atombombe, ja, eine Atomenergie hatten. Das ist ein Thema, da musste ich nur abschreiben. Das ist so 100.000 Mal behandelt worden. Es ist erstaunlich, dass damals die Geheimdienste noch nicht funktioniert haben. Die Amis haben bis zum Schluss geglaubt, die Deutschen würden eine Atombombe bauen. Da haben sie gerade so einen mickrigen Reaktor zustande gebracht, der gar nicht kritisch geworden ist in Haigerloch. Das weißt du auch. Und, wir hätten ja fast noch riskiert, ich habe es jetzt vorgestern noch gelesen, da war so eine Anfrage, wenn die Deutschen länger durchgehalten hätten, hätten die Amerikaner dann die Atomwaffe auf Deutschland geworfen. Da hat einer behauptet, ja, das hätten wir gemacht. Glaube ich auch. Ja. Und ich glaube, dass es auch für Dresden im Gespräch war. Aber war ja schon kaputt, Dresden. Wieso war dann schon kaputt, ja. Die Russen waren zu schnell und auch die Amis waren zu schnell. Nein, ich meine, sicherlich, ja. Wir sind hier gar nicht so weit entfernt, ne? Ein paar S-Bahn-Stationen, wo Lise Meitner und Otto Hahn in der Nasschemie die Kernspaltung entdeckt haben. Ja, ja. Ja. Da hängen zwei Erinnerungstafeln dran. Die eine, die ältere, geht gar nicht auf die Kernspaltung ein und die andere nennt auch immer Otto Hahn zuerst. Weil er hat natürlich den Nobelpreis gekriegt und er ist auch geehrt worden. Obwohl die Ehre eigentlich diese Meitner zusteht, als Erste genannt zu werden, weil sie die ganze theoretische Arbeit geleistet hat und dann als Jüdin Deutschland verlassen musste. Und danach hat Hahn erst veröffentlicht und hat sich auch nicht getraut, ihren Namen dann nochmal zu nennen.
Ja, und hat sich auch nicht getraut, das direkt so zu bezeichnen, wie es dann hinterher richtig interpretiert worden ist. Hat er irgendwie über Barium geredet und so und ganz vorsichtig am Schluss hat er dann geschrieben, ja, es könnte sich um eine Kernspaltung handeln, aber es war nicht so sozusagen der Durchblick, den er hatte, dass er mit diesem Papier, ich habe die Kernspaltung, ja, das war nicht so. Wahrscheinlich so. Das ist übrigens auch interessant bei Einstein, auch die Geschichte mit dem E gleich M mal C Quadrat. Hm. Das kommt in dieser ersten Arbeit, kommt das gar nicht so direkt, da steht zwar drin, aber es kommt nicht so vor. Hm. Erst in einer späteren Arbeit hat er dann gesagt, ja, das ist eben. Hat ja, sich selber auch nicht über den Weg getraut. Ja, ja genau. Klar. Ja. War ja auch bahnbrechend. Also ja, ja, ja. Das denkt man immer nicht, aber das bedeutet auch sehr viel Mut zu haben. Man kann dann so fertig gemacht werden, wenn man da sich genau nach vorne wagt. Du bist schon fertig, oder? Ja, ich bin Schnellesser. Ja, nee, und ich bin viel Redner. Redest mehr und isst langsamer, ja? Ja, ja, das macht ja nichts. So viel gesünder, langsam zu essen. Ich werde jetzt in aller Ruhe essen. Tu das. Und ich werde mir jetzt noch einen Märkischen Landmann bestellen. Und für mich noch eine große Cola, bitte. Einen kleinen Landmann. Ein kleiner Märkischer Landmann. Ja. Dein Vater ist Berliner, wo bist du aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in sämtlichen deutschen Gauern und in Berlin sogar mal 2 Wochen im Krieg zur Schule gegangen. Und das oben kam durch den Besuch deines Vaters oder so? Wieso bist du? Nee, das war irgendwie. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, wieso ich in Berlin war, weiß ich nicht mehr, aber wir sind immer noch in Sommerfrische gefahren, so wie sie sind. Und mein Vater. Ich war dann an der Ostsee mal, in Kühlungsborn bin ich auch mal zur Schule gegangen. Die hatten dann schon wieder Schule oder bei uns war in Essen war Bombenangriffe und so weiter. Und ich sag immer, ich bin im Krieg durch sämtliche deutschen Gaue verschlagen worden. Hm. Ist in der Tat so. Und mein Vater war Berliner und der ist auch mal gern nach Berlin zurückgekommen, aber. Was hat der gearbeitet? Der war in der Röntgenbranche tätig. Er war Fachschulingenieur für elektrischer Fachschulingenieur, hat sich dann auf Röntgenanlagen spezialisiert. War auch immer UK gestellt, weil er als großer Spezialist in den verbombten Krankenhäusern dann gerufen wurde und die Röntgengeräte wieder zum Laufen bringen musste. Ja. UK heißt unabkömmlich. Kriegsdienst. Ja. Er hat immer für uns gut gesorgt. Es gibt so verschiedene Stationen. Das eine, was ich nie vergessen werde, das war, als wir dann, ich sagte ja, sämtliche deutschen Gauer, als wir dann von, obgleich das, ja, Sudeten war damals eben auch dort, vom Sudetenland nach Westfalen kamen und wir in Paderborn auf dem Bahnsteig standen und auf dem Zug nach einem kleinen Dorf in der Nähe Höfelhof warteten. Und natürlich war das überhaupt nicht so mit Stundentakt und so, da fuhr der Zug vor, wenn er wollte. Jedenfalls kurz und gut. Mein Vater ging runter in die Empfangshalle und kaufte eine Zeitung. Und kam raus und sagte, auf Hitler ist ein Attentat verübt worden. Das muss also um den 20. Juli gewesen sein, ja. 22. oder so. Aha. Warst du also familiär vorgeprägt so ein bisschen? In der Tat, ja. In der Tat. Mein Vater hatte. Dann muss ich aber die Brille absetzen. Beide? Ja. Kriegen Sie uns drauf? Ja, natürlich. Wenn ich dann auch das Foto kriege. Na klar. Schauen Sie mal, ob recht ist. Thank you.
Perfekt, danke. Gut. Ja, er starb dann sehr früh. Auch am Herzen, wie mein Sohn. Wir haben es mit dem Herzen bei uns. Und ja, ich war damals im Studium und dann war natürlich die finanzielle Grundlage auch nicht mehr da plötzlich. Und dann habe ich über Hals über Kopf habe ich Diplom gemacht. Das war im Dezember 60. Da gab es noch keinen BAföG oder sowas. Keine Unterstützung. Ja, also es gab irgendwie Unterstützung und so, aber mein Vater hat immer gut verdient. Also ich meine, als ich angefangen habe in Tübingen, da bekam ich 200 D-Mark im Monat. Mit dem musste ich auskommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Lebensverhältnisse waren, aber es klingt also, nicht viel. Also mit Bude und Essen. Bücher kamen extra, die ich meistens allerdings dann in Ost-Berlin gekauft habe. Weil die da günstiger waren. Und zwar die ganzen... Smirnov hieß der Mathematiker und wie hieß noch der, mein Gott, mir alles entfallen, diese ganzen russischen Autoren, die waren alle ins Deutsche übersetzt und dienten in der DDR auch als Lehrbücher. Spolsky gab es noch, Atomphysik. Und, und ich fuhr dann rüber und habe dann gegen Ostmark habe ich die Bücher gekauft und dann mit schweren Taschen über die Grenze. Ich habe heute zum Teil noch Ausgaben. Ich habe noch einige wenige Physikbücher behalten. Darunter den Sommerfeld natürlich, Sommerfeld, die Ikone Lehrer Heisenbergs der theoretischen Physik in Deutschland. Arnold Sommerfeld, da wundert man sich auch, dass der keinen Nobelpreis bekommen hat. Ja, wirklich der. War neulich mal im Internet, war eine Liste von all den Leuten, die bei ihm studiert haben oder sogar promoviert haben oder sogar habilitiert haben. Die ganze Who is Who der Physik. Da war ja diese ältere Generation, da waren Bethe, Bothe. Heisenberg natürlich war sein Lieblingsschüler, bekam damals den Lehrstuhl nicht von Sommerfeld, weil die Nazis das nicht wollten. Und ging dann nach Leipzig. Hat dort, Heisenberg selbst hat dann dort auch Leute ausgebildet, die später in Amerika ausgewandert sind und die Atombombe für die Amerika gebaut haben. Also ich denke zum Beispiel an den Weißkopf, österreichischer Physiker, der dann später auch nochmal Direktor im CERN war. Also da in der Physik hat die Ideologie nie so die große Rolle gespielt. Obgleich man Heisenberg immer wieder vorgeworfen hat, er sei Nazi gewesen, was er nicht war. Aber ja, und dann habe ich natürlich noch die sogenannte deutsche Physik, die mein damaliger Chef, der Norweger, studieren musste. Was für eine Physik? Die deutsche Physik. Ach, deutsche Physik. Die kam ja ohne die Relativitätstheorie aus, weil die ja jüdisch war. Ach so. Ja, das ist kein Witz. Ja, das ist kein Witz, aber mein Gott sei Dank kann man darüber nachdenken. Geschichte. Es gab damals eine Einigung zwischen den Vertretern der deutschen Physik und der anderen Physik, nämlich also Heisenberg wurde auch angeklagt von Himmler selbst, also von besser gesagt von diesem Organ, was sie hatten. Wie hieß das?
Da wurde er als weißer Jude bezeichnet. Und dann hatte er aber gute, also seine Mutter hatte, war glaube ich irgendwie Schulfreundin von der Frau vom Himmler oder sowas. Und dann hat sie sich also wahnsinnig aufgeregt und dann hat der Himmler das auch zurückgenommen. Selbst persönlich hat er ihm geschrieben, das kannst du aber alles, glaube ich, finden auf meiner Webseite, die ganze okay. Sache, ja. Mit dem Heisenberg und dem, über die deutsche Physik, ja. Das habe ich auch mal im Vortrag gehalten. Du hast ja am CERN gearbeitet, hast du da die Entstehung des Internets miterlebt? Ja. Ja, obwohl er natürlich nicht das Internet erfunden hat, er trägt auch ein T-Shirt, wo das draufsteht, hat er nicht, aber er hat HTML entwickelt. Ja, das war, wie hieß er jetzt wieder? Bekannt. Der hat im CERN gearbeitet, ja. Ich kannte den zweiten Mann, das war ein Belgier, mit dem habe ich häufig Kaffee getrunken. Der kam dann, als er dann pensioniert wurde, war etwas jünger als ich. Der ist dann in Belgien, hat er alle Orden gekriegt, alles Mögliche. Ich habe vergessen, wie er hieß. Name ist nicht immer Schallung auch bei mir, aber ist auch egal. Hast du das auch, ich meine, hast du das mitgekriegt, dass es da passiert hat? Ist das irgendwie als bahnbrechend erlebt? Nein, was ich als bahnbrechend erlebt habe, war mehr die E-Mail. Dass wir mit unseren amerikanischen Kollegen in Kalifornien konnten wir plötzlich am Computer kommunizieren. Mhm. Das heißt, es ging online. Wir mussten tippen und dann haben die uns was zurückgeschrieben und so. Der Nachteil war immer, dass die immer viel schneller tippen konnten, die Amis. Mhm. Die waren ja schon in der Highschool. Ich habe das ja nie richtig gelernt, das Tippen. Mhm. Und dann. Das hat mir damals wahnsinnig imponiert, dass wir da praktisch online mit unseren amerikanischen Kollegen. Und dann kam natürlich so langsam das Internet auf. Und der erste Browser, den wir hatten, das war der Mosaic-Browser. Mhm. Der Vorgänger vom Netscape-Browser von Firefox. Ja. Und wie hieß denn der Erfinder? Ein Engländer war das. Nein, das war also, ich habe ja immer gesagt, wir hätten für jede Webseite hätten wir ein Hundertstel Pfennig oder Cent damals nehmen sollen. Dann wäre CERN heute, müsste nicht mehr durch Steuergelder finanziert werden. Tja, ich weiß nicht, aber dann wäre es vielleicht auch nicht zu dem Siegeszug gekommen. So wie MP3 jetzt natürlich weit verbreitet ist, aber die nehmen halt so den 1 Cent. Dadurch behindert es sich so ein bisschen. Auf Wikipedia zum Beispiel ist MP3 wird nicht zugelassen, weil es kein freies Format ist. Ah ja. Mhm. Na okay. Da kann ich nicht. Darüber kann ich jetzt nicht urteilen. Sie sind fertig? Ja, das war sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Obwohl ich jetzt hier mein Bier, das ist mein heiliges Bier. Das gute Bier, ja. Bei Ihnen war auch alles recht? Fantastisch, ja. Ja. Fast wie bei Mutter. Ja. Ja. Tim Berners-Lee, von dem reden. Ja. Und da muss auch der andere steht auch drin im Internet. Die muss man suchen, wie der heißt. Das waren quasi Kollegen von dir. Naja, also ich meine, die waren in der. Also damals hieß das Data Division, DD hieß das. Mhm. Waren die tätig und wir waren natürlich Nutzer. Wir haben die Zentralrechner vom CERN benutzt. PCs. Fing damals an. Ich weiß noch, ich hatte noch so einen alten IBM, so einen Kasten mit so einem kleinen Bildschirm da oben. Mit grünen Buchstaben. Ja, ja. Das war und einem großen, zwei Floppy-Disk-Laufwerk. Ja. Angefangen habe ich ja erst nach meinem Studium, und zwar am Max-Planck-Institut in Göttingen mit Lochkarten. Wir hatten damals noch keinen eigenen Computer, wir mussten immer nach Bochum fahren, in irgendein Institut. Die hatten einen IBM, was war das? IBM? Ja, IBM-Rechner.
Und da nahm man die Kästen mit den Lochkarten mit und las sie dann ein. Und dann saß man vorne und wartete, das Ding hat ja vor sich hingemalt. Und dann kam irgendwie so ein Dampf raus zum Schluss, weil man irgendwo einen Fehler in der Lochkarte hatte. Das ging dann im CERN auch noch so eine Weile, bis wir dann mit Ende der 70er war das. Ja, dann haben wir mit Lochstreifen gearbeitet und Teletypes. Was ist Teletypes? Wie ist denn die man Fernschreiber? Fernschreiber. Ah ja, wo man quasi miteinander verdrahtete, verkoppelte Schreibmaschinen, eine hier, eine dort, die dann halt die, was man hier geschrieben hat, dort auch geschrieben haben. Ja, das war und aber vor allen Dingen die Programme wurden eingelesen mit Lochstreifen. Die hatten ja also Lochstreifenleser. Und das ging dann so weiter und mein Gott. Übrigens, wo du sagst, deine Berufsausbildung, das gab damals noch kein richtiges Studium. Übrigens, die ersten Physiker, die beim CERN dann ausgebildet waren, und die konnten ja nicht alle Hochenergiephysiker werden, die wurden dann, haben dann sehr viel auch programmiert. Damals, wie gesagt, wurde das ja nicht als Lehrfach angeboten und waren dann. Und es gab damals eine Zeit, da gab es auch schon für Physiker, war es schon schwierig, irgendwie mal, relativ schwierig, die Jobs zu finden, die man gerne hätte. Und wir hatten damals einen englischen Direktor, der sagte, a physicist can do anything, almost. Das almost war natürlich wichtig. Ach ja, mein Gott. Ja, wie gesagt, jetzt mache ich nur noch, was mir Spaß macht. Genau. Ich mache bei Wikipedia eigentlich nur noch Korrekturen. Aber du hast doch deine Rente bis nach Freiburg gezogen und hast dich dann dort in die Geschichte der Geschichte, Stadt vertieft. Ja, Geschichte interessiert. Das war, wie gesagt, immer mein Hobby gewesen, seit meiner Geschichtslehrerin. Die hat mich da praktisch mir das Feuer eingepflanzt. Und dann, wenn man so weit weg ist, dann kann man ja auch in der Physik nicht mehr so rein dranbleiben, habe ich gesagt, okay, jetzt nimmst du dein Standbein und dein Spielbein und steigst einfach um wie beim Eiskunstlauf. Das ist mal so eine schöne Metapher, die ich habe. Ich bin dann auf mein Spielbein gestiegen und das ist die Geschichte. Und da bin ich sehr aktiv. Da war jetzt, letzte Woche war noch eine Tagung in einem Kloster oberhalb von Freiburg, St. Peter, das von den sogenannten Zähringern gegründet wurde. Die Zähringer waren ja ein Adelsgeschlecht im Südwesten, zu vergleichen mit den Staufern und den Welfen. Nur Staufern und Welfen, da hat man sehr viel Literatur. Die haben auch Geschichtsschreiber gehabt. Von den Zähringern weiß man sehr wenig, die aber ein sehr mächtiges Geschlecht dort waren. Und darüber war jetzt nochmal eine Tagung, obgleich eigentlich alles bekannt war oder ist, weil man ja einfach keine neuen Quellen hat. Haben auch hochkarätige Wissenschaftler haben dort Vorträge gehalten. Und da habe ich mich dann auch eingeschrieben und habe da teilgenommen. Und ich habe jetzt also schon festgestellt, dass was über die Bertholden geschrieben ist in Wikipedia. Das muss ein Mann geschrieben haben, ich muss nachgucken, man sieht ja die Autorenliste, der eine Menge darüber weiß. Aber einiges davon muss ich leider korrigieren. Und dafür ist ja Wikipedia da. Ja. Und zwar mit den letzten Ergebnissen und den neuesten Nuancen zu dem Thema. Ja, okay. Das ist also wichtig. Und das, da habe ich jetzt angefangen auf meiner eigenen Webseite. Da gibt es ja auch eine Rubrik die Zähringer oder die Anfänge, und da habe ich jetzt schon mal angefangen, erstmal meine private Webseite. Ich habe es noch nicht eingegeben, ich habe jetzt dabei den Text, die Änderung zu machen. Das ist fantastisch. Du sitzt im Zug, ich habe so ein kleines iPad mit Tastatur, ich habe meine Doc, also Word-Datei habe ich, und dann kann ich die bearbeiten im Zug. Und bin ich etwas vorsichtig, ich mache das jetzt nicht online, weil man da nicht unter Umständen weiß. Ich habe mir die runtergeladen, lokal, bearbeite die dann, lade die später wieder rauf, bis ich meine Änderung fertig habe.
Und diese Änderungen, die dienen dann als Basis sozusagen für die Änderungen in dem, in den, auf den Wikipedia-Seiten. Es ist nicht falsch, was da geschrieben ist, aber die das, Nuancen. Genau, ich mache nur Nuancen, genau. Und das ist ja das Schöne, dass man da zusammenarbeiten kann. Man kann auch gegeneinander arbeiten, aber im überwiegenden Fall wird doch zusammengearbeitet. Da steht zum Beispiel, in Freiburg ist eine Straße nach dem Berthold im Zweiten benannt. Und es gibt auch ein Denkmal. Es ist nicht ganz genau richtig. Das Denkmal steht für alle Berthold. Die hießen nämlich alle Berthold, von Berthold I bis Berthold V, außer einem Konrad, der dazwischen geraten ist. Und also ist das generisch zu verstehen. Es ist also nicht, dass das auf einen Herrscher bezogen ist. Und das muss zum Beispiel auch, das habe ich ja nur en passant gelesen, jetzt nachdem ich mich intensiver mit den Wikipedia-Artikeln auch beschäftigt habe. Das muss also auch raus oder beziehungsweise geändert werden. Aber es gibt, wie gesagt, noch andere Geschichten. Diese ganze Heiratspolitik, die wurde auch nochmal beleuchtet. Das war ja, früher war es ja alles eigentlich immer Heiratspolitik auch. Ja. Und die waren eigentlich immer, und das muss auch noch mal rauskommen, die waren eigentlich immer die sogenannten Loser. Ja. Ja, die haben die Staufer waren allmächtig. Als mit Barbarossa kam, da hatten sie nichts mehr zu melden. Ne? Mhm. Die haben angestrebt, das Herzog von Burgund zu werden. Und nachdem der Barbarossa selber Interesse hatte, weil er eine Prinzessin von Beatrix von Burgund geheiratet hatte, hat er den Titel Rektor von Burgund verliehen. Mhm. Der Rektor von Burgund, Rektor Burgundiae, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Steht auch drin, Rektor von Burgund, gibt es einen eigenen Artikel. Der Artikel ist nicht schlecht. Aber dann fehlten also Links, weil zwei Bertholden waren im Rektor von Burgundiae. Da hat da einer geschrieben, Burgundiae. Muss nicht Burgundiae heißen mit AE. Ne? Ja. Das habe ich als erstes mal korrigiert. Nein, also das macht mir jetzt Spaß, diese ganze Bertholden-Geschichte nochmal aufzurollen. Und als Referenz gebe ich einfach diese Konferenz an, sollen sich an den Kopf kriegen. Vielleicht gibt es auch mal Proceedings darüber, das weiß ich nicht. Könnte ja sein. Auch was Beste. Ja. Sonst kann man ja auch so eine Konferenz durchaus als Quelle angeben. Ich meine, ich kann sogar den Referenten angeben, den Namen des Referenten. Vielleicht solltest du das noch machen. Wenn, es kommt ein bisschen schwieriges Thema, aber du schreibst ja nur in der Wikipedia mit und das bleibt dort auch erhalten. Auch wenn es überschrieben wurde, wäre es erhalten geblieben. Aber deine private Website, die hostest du ja selbst. Mhm. Was passiert denn mit der, wenn du mal nicht mehr bist? Hast du noch nicht drüber nachgedacht? Mein Vater ist nämlich vor ein paar Jahren gestorben und hatte auch etliches online gestellt. Mhm. Ich habe dann mit Mühe die Passwörter rausgekriegt, die habe ich dann erraten. Aha. Konnte das dadurch wegsichern, so, was sonst weg gewesen wäre. Oder ein paar Sachen auch löschen, die sonst online geblieben wären. Ja, sollte man sich schon Gedanken machen. Und vielleicht ist das auch ein guter Weg, eben, was du ja jetzt schon machst, nämlich dein Wissen erstmal an der privaten Webseite zu machen, aber dann in die Wikipedia zu übertragen. Weil da wird es bestehen bleiben. Ja, aber es ist ja so, diese Geschichtszeit über Freiburg ist ja eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem, was alles schon bekannt ist. Mhm. Und ich versuche natürlich auch an die neuesten Erkenntnisse einzuarbeiten. Aber letztlich und endlich ist das, ich habe noch nie ein Originaldokument in der Hand gehabt. Mhm. Das in der Hand gab es schon in der Stadtbibliothek bei uns. Da gibt es also Originaldokumente und ich bin da sehr gut befreundet, mich mit dem Direktor und dem Vizedirektor. Man kennt sich in Freiburg unter den Heimatbauern. Und dann, wenn wir dann so arbeiten, dann zeigt der, kommt er mal an und zeigt uns mal ein Dokument von Heinrich II. Oder so. Und dann dürfen wir mal kurz. Das ist schon was Tolles. Ja. Weg wieder. Ja. Nein, das ist schon, das macht das, das ist schon sehr gut. Aber normalerweise beruht meine
Und ich arbeite ja mit Zitaten, ja, beruht ja auf Sekundärliteratur. So was andere zum Beispiel gesagt haben. Also einer meiner Lieblings, in Anführungsstrichen, Historiker ist ja Treitschke. Ja. Und wenn Treitschke irgend so ein schönes Zitat von sich gegeben hat, das muss ich natürlich dann genüsslich, muss ich das dann verbreiten. Ja? Okay. Mit einem kleinen Unterton. Das, solche Sachen. Und das ist ja auch nicht alles Freiburg, sondern es gibt da gewisse Schwerpunkte, die eben auch, gerade hier Friedrich II. War natürlich ein großer Schwerpunkt. Dann natürlich der 30-jährige Krieg, die Reformation vor allen Dingen. Da war ich jetzt mit einem Kulturhistoriker vor, ja, das ging viel mit der Krankheit meiner Frau zusammen. Da musste ich, also konnte ich 2 Tage nicht, war ich also nicht auf der Wartburg, sondern bin danach gefahren mit dem Zug, aber das hat dann noch geklappt. Ich war noch in Wittenberg und hast du vielleicht auf meinen Blogs gelesen, in Halle und so. Und diese Dinge haben mich natürlich auch wahnsinnig interessiert, weil ja die Reformation in Freiburg gar keine Rolle gespielt hat. Das heißt, es hat eine Rolle gespielt geistig, aber die sind immer gut katholisch geblieben. Die haben dann auch die Bücher verbrannt und all so ein Zeugs gemacht. Ja. Das kannst du alles dann lesen auf der Webseite. Das ist auch super interessant. Der 30-jährige Krieg, wie gesagt, war eine Katastrophe auch für Freiburg. Dann die Franzosenzeit. Die Franzosen haben ja 5-mal Freiburg erobert. 5-mal gleich? Ja, ja, 6-mal dann im Zweiten Weltkrieg. Ja. Freiburg ist von Franzosen eingenommen. Ja, ja, es war mal 30 Jahre französische Stadt sogar. Von 1677 bis 97. Unterstand es der Krone Frankreichs. Die Universität wurde dann, die ist weggezogen nach Konstanz und dann hat Ludwig der 14. hat dann eine französische Universität gegründet. Und da gibt es also so schöne Urkunden, wo auch die Deutschen eingeladen wurden, daran teilzunehmen. Das war also französische Einladung und eine deutsche Einladung. Und dann wurde eben darauf hingewiesen, dass man da französisch. Zu der Zeit haben die Hochschulen ja sehr gewandelt. Man kam ja von diesen klassischen Fakultäten, philosophische Fakultät, theologische Fakultät, medizinische Fakultät, kam man ja dann weg und man musste etwas mehr bieten. Da haben die protestantischen Universitäten brachten also schon zum Beispiel auch Fechten, hat man dann gelernt. Also auch für die Adel hat halt ja das Geld. Die jüngeren Kinder wurden auf die Universität geschickt. Ja, Jurisprudenz haben natürlich die meisten studiert und ja, das war wie gesagt 4 Fakultäten, Philosophie, Medizin, Theologie und Jura. Mehr gab es ja nicht leider. Und dann, aber wie gesagt, das reichte eben nicht aus, und Universitäten waren damals ein Wirtschaftsfaktor. Ja. Ja. Da kamen ja nur die Reichen hin. In anderen deutschen Ländern wurde dann verboten, dass die Landeskinder an fremden Universitäten studieren, die mussten das zum Beispiel so etwas. Ja. Oder in Österreich waren auch nur ganz bestimmte Universitäten erlaubt, die also gut katholisch waren. Freiburg wurde in der Zeit ausgeschlossen, kam dann erst später, wurde es wieder zugelassen. Ja, also das Ideologie spielt auch eine Rolle. Ja. Naja, das war, mein Gott, die Welt ist schon verrückt gewesen. Immer. Geht immer nur um Macht. Geld und letztlich und eigentlich auch im Sex. Ich meine, das ist halt so. Hat sich nichts geändert. Das ist so eine Erkenntnis, die ich vor ein paar Jahren erlangt habe. Geschichte war immer so früher und die waren weniger entwickelt als wir und wir sind ja auf einem höheren Status, dass das alles Unsinn ist, dass die Leute seit, sagen wir, 200.000 Jahren genau dieselben sind, ja. Dass sich physiologisch nichts groß verändert, ja. Und auch dieselben Fähigkeiten, auch etwas zu verstehen oder so. Ne? Und sie haben dann auch nicht Unsinn geglaubt, also wenn vor 500 Jahren, die waren ja auch nicht doof. Nee. Ja, und das war auch wieder eine Bestätigung. Im letzten Jahr war ich in Torgau, auf Schloss Torgau. Da ist eine große Ausstellung zur Lutherzeit. Ja, ja. Reformationskriege, die da geführt wurden. Zum einen habe ich dort originale Bekleidung von den Herrschern gesehen. Und
wie akkurat das gearbeitet ist. Ja. Es ist wirklich kostbar dort. Wenn man sonst, wenn man so im Film das sieht, so englische Produktion, die zeigen das auch so ein bisschen, aber wenn man Franzosen waren die Idee. Franzosen auch ganz, aber das ist halt nicht irgendwie lotterlich oder so, sondern das ist wie mit der Maschine genäht. Das war ja damals das Höchste, was man machen konnte. Aber auch, dass diese Reformationskriege nicht war, böser König schickt seine Soldaten in den Krieg, sondern dass die auch mit sich gerungen haben, dass sie auch Zweifel hatten, dass es denen auch darum ging zu verstehen, wie Gott das gemeint hat und so. Ja. Und das ist genau dasselbe wie heute, dass man mit sich ringt und nicht weiß, wie es weitergeht und auch nicht weiß, was das Richtige ist. Und das ist das Tolle, was ich mir so aus Geschichtsstudium rausziehe. Ja, aber es gibt ja diese wahnsinnigen Entwicklungen, dass es im letzten Endes, im 30. Krieg, in der zweiten Hälfte gar nicht mehr um Religion ging. Die erste Hälfte kann man darüber streiten. Es ging dann nur noch um Macht. Also die Bourbonen gegen die Habsburger. Und da hat also die Tochter der katholischen Kirche, La Fille d'Église, hießen die Franzosen. Ja? Haben sich auf die Seite der Protestanten geschlagen, um eben die katholischen Habsburger, die immer sehr katholisch waren, eins auf Haupt zu geben. Ne? Mhm. Und das ist also, da hat also die Religion gar keine Rolle mehr gespielt. Wie es übrigens heute in Frankreich auch keine Rolle mehr spielt. Die haben ja die strikte Trennung zwischen Kirche und Staat sowieso schon seit der Revolution mindestens. Und wenn du heute, die machen alle Kirchenfeste und so, natürlich, klar, Kommunion und Taufe und Beerdigung, alles das. Aber letztlich und endlich spielt die katholische Kirche, ich glaube, es sind noch 10%, die also wirklich sich dazugehörig gefühlen, von denen vielleicht nur noch 3%, die praktizieren. So ist es in Frankreich. Ein total säkularisiertes Land. Gar nicht, ja. Das muss man sich vorstellen. Ja. Bei uns fängt das auch jetzt an. Und im Osten war das ja da so eine, vor der Wende war ja die Kirche, auch wie in Polen, die hat die katholische, hier die evangelische Kirche, war ja sozusagen der Gegenpol zum Regime. Wurde dazu verwendet. Ja, wurde es verwendet. Weil das Regime auch einen seltsamen Respekt vor der Kirche hatte. Ja, ne? ja. Weil sie meinten, ja. Und wenn du heute nach Polen kommst, die Jugend, oh mein Gott. Die sind vielleicht nationalistisch, aber kirchlich vermutlich nicht. Da wird also auch der Mittel zum Zweck, und jetzt, wenn die jetzt die ganze Geschichte mit dem Islam, da ist es ja genauso, da wird ja auch die Religion einfach wieder missbraucht. Die Leute werden missbraucht mit der Religion, ja. Die Religion missbraucht die Leute sozusagen. Es ist sowas Grausames zu sehen, aber. Und dann wird bei uns wird dann gestritten über Kopftuch oder Burka oder nicht Burka. Das ist also so ein Nebenkriegsvorplatz, so ein verdammter Nebenkriegsvorplatz. Die sollen doch die Leute lassen. Mensch, sollen sie doch tragen, was sie wollen. Wir kommen nicht gegen den Islam an, solange der so militant ist. Wir sind eben, wir Christlichen, ich bin ja auch Christ getauft. Wir sind eben nicht so militant, wir sind tolerant. Zurzeit. Das war eine Geschichte schon mal durchaus anders. Ja. Die Kreuzzüge sind da das größte Beispiel. Ja, natürlich, dafür, natürlich. Ne? Ja, natürlich. Plakativste, aber auch in späterer Zeit war das auch da, aber auch Missbrauch eigentlich. Ne? Es ging nicht darum jetzt, also sicherlich waren etliche, die bei den Kreuzzügen mitgezogen sind, wirklich das Heilige Land zu befreien, die große Sache. Aber die Ritter, die da mitgezogen sind, die haben geguckt, dass sie noch Reichtümer da nicht zuschlagen können. Dann muss man sich auch die Bevölkerung verstehen. Ich meine, es ist den Leuten ja noch nie so gut gegangen wie jetzt, sage ich immer. Und selbst Krankheiten können wir besiegen, zum großen Teil. Mhm. Leute sind nicht alt geworden. Für die war eben, gab es ein Elend auf Erden. Und da gab es eben den Trost der Religion. Das ist alles weggebrochen. Wer will sich denn jetzt mit der Religion trösten? Man tröstet sich heutzutage mit Fernsehen. Deutschland sucht den Superstar. Ja, zum Beispiel. Ich bin freut sich da rein und denkt, ja, wenn ich so ein bisschen singen könnte, könnte ich dann vielleicht auch berühmt werden. Genau, das ist das mit möglichst wenig Arbeit noch irgendwie viel Geld machen. Ich weiß nicht, meine Enkel sind auch total. Also sie haben ihre Pokémons und was sie alles haben. Die schulischen Leistungen lassen schon nach und so. Es ist also eine Katastrophe. Wie wollen wir in Europa unseren Standard erhalten,
wenn wir nicht eine breite Ausbildung haben von Leuten, die also auch dahinter stehen. Ja. Wenn von den Jugendlichen heute keiner mehr, das tut mir leid, also meine, dazu bin ich jetzt ein alter Mann, um das zu sagen. Es war immer schon so. Also mein Sohn ist 13, geht in die 7. Klasse und er kriegt eine hervorragende Ausbildung dort im Gymnasium, wo er jetzt ist. Ich sehe das nicht so pessimistisch wie du. Ja gut, du hast es dann. Aber ich sehe es bei meinen Enkeln, die sind dann nur etwas jünger und naja. Vielleicht geht das Interesse auch in eine andere Richtung. Ich meine, ich habe 4 Geschwister und wir gehen unsere Wege jeweils so. Ne? Also ihr macht so ein bisschen was anderes. Wird viel vom Elternhaus natürlich auch mitgegeben, aber müssen jetzt nicht alle studieren oder Hochfrequenzphysiker, Technikphysiker werden. Nein, das ist auch nicht, das war ja auch nicht die Idee. Aber ich meine, zumindest, also es geht ja also schon um die rudimentären Praktiken, also zum Beispiel Orthographie oder. Ja. Okay, da legen wir bei unserem Sohn echt Wert auch drauf. Oder selbst Ausdruck. Das sehe ich ja auch bei manchen Wikipedia-Artikeln. Da denke ich, wir hatten das geschrieben. Da setze ich mich dann ab und zu hin. Ich muss ja was nachgucken, lese einen Artikel, denke mir, das ist ja unmöglich. Und dann schreibe ich ganze Paragraphen, also Absätze schreibe ich. Nicht alles. Aber es sind mir schon, habe ich einen Artikel ganz umgeschrieben. Das war über das Rotteck-Denkmal in Freiburg. Da hat auch irgendeiner sehr gut, ich meine, er hatte sehr viel Informationen versammelt, alles. Oh mein Gott, das kannst du nicht so lassen. Ich habe nichts hinzugefügt, ich habe es nur alles umformuliert. Mhm. Ja, es kam nie eine Kritik, die Leute haben das akzeptiert. Ja. Das mache ich auch. Ich finde Wikipedia-Artikel vor, wo ein Absatz aus einem Satz besteht. Und dann mache ich ganz locker 5 Sätze draus und dadurch wird es viel verständlicher. Zum Beispiel, ja. Aber zum Beispiel, manchmal ist es total auch, ist sogar unverständlich. Unverständlich, genau, das kann ich auch. Ja. Manchmal entsteht es dadurch, wenn man mit Copy and Paste arbeitet, da ein bisschen dran einen Satz schraubt und da schraubt und den nicht nochmal im Ganzen durchliest. Manchmal ist auch, wenn 2 verschiedene daran arbeiten, dass dann so Übersprünge passieren. Und dann, lange Sätze ist, passiv ist für mich ein totes Tuch, Passivkonstruktion. Da, wenn ich sowas sehe, dann fange ich sofort an und suche nach dem Subjekt, was es sicherlich gibt. Also da sind wir uns dann ja einig. Ich habe neulich einen Podcast aufgenommen mit Frau Professor Dr. Deborah. Gerade abgelenkt, wie heißt sie, mit Wise Woman, jedenfalls Beaverwolf. Wir sprachen über Plagiate. Das ist so ihr Thema. Ja, und während wir sprachen, rief ich den Artikel Plagiat auf und war entsetzt, weil der so schlecht geschrieben ist. Schlecht bequält, da werden Quellen genannt, wird sich auch Zitat, wird jemand zitiert, der in einem anderen Buch zitiert wird. Also es ist eine Doppelquelle. Eigentlich müsste man das ja zurückverfolgen zum nächsten. Ja. So. Und dieser Artikel nun gerade, dass der so schlecht ist, das hat mich doch sehr überrascht. Der muss auch komplett neu geschrieben werden. Ja. Das ist nicht nur einmal so. Ja gut, aber das ist natürlich dann schon, ich würde sagen, Fundamentalartikel. So ein Rotteck-Denkmal ist natürlich ganz lokal bedingt und gleich die Geschichte so interessant. Gerade da im Kleinen sollte man besonders präzise sein, weil da wahrscheinlich seltener wieder jemand vorbeikommt, der sich für das Thema interessiert. Lokal schon gesehen, weil der wird auch ab und zu in der Zeitung und uns erwähnt, weil der schon wieder versetzt werden musste. Dieses Rotteck-Denkmal hatte den Ruf von 1848. Und es wurde also von der Rathaus wurde es errichtet und dann hinter einem Holzverschlag lange auf dem Rathausplatz verhüllt. Dann wurde es freigelegt. Es gab einen gewissen Sturm der Entrüstung. Dann wurde es in einer Nacht- und Nebelaktion wurde es vor einem Gymnasium, das sogenannte Rotteck-Gymnasium, gestellt. Und man hat dort auf dem Rathausplatz hat man den Berthold. Und zwar den Mönch,
den Berthold Niger, den angeblichen Erfinder des Schwarzpulvers, hat man dort ein Denkmal gesetzt. Ja? Und das war aber noch nicht alles. Dann wurde es später vor seinem ehemaligen Wohnhaus aufgestellt. Dann jetzt steht es auf einem Rasenstück zwischen drei Universitätsgebäuden. Das wird total umgestaltet. Die ganze Innenstadt wird umgestaltet. Das wird alles rasiert. Und dann hieß es schon, wo kommt er jetzt hin? Er soll angeblich wieder vor seinem ehemaligen Wohnhaus stehen. Das ist einfach eine Büste, ja, Hottech-Denkmal. Ja. Also es ist schon eine interessante Geschichte auch. Aber, ja genau, aber dass gerade dieser Artikel, was eigentlich nur von lokalem Interesse ist, werden nicht so viele dran arbeiten, lesen vielleicht sogar ein paar mehr. Und gerade wenn wir in der Zeitung zitieren daraus, gerade dann muss man präzise sein, weil die journalistische Tugend des Recherchierens verloren geht und das aus der Wikipedia 1:1 übernommen wird. Das würde ich mir fast jetzt, würde ich fast auch glauben, dass das so... Wenn man am Artikel Volkskammer der DDR oder am Artikel, was ist die Hauptstadt von Israel, was ändert, da stürzen sich gleich tausend andere drauf und haben ihr Auge drauf. Aber das Hottech-Denkmal in Freiburg, ich meine, jetzt hat es eine gewisse Berühmtheit durch unseren Podcast, aber ansonsten. Naja, aber das war. Ja, ich habe ja so einige Artikel, die ich auch beobachte. Und am meisten freut mich immer der Luther-Artikel. Der wurde ja zum Teil schon gesperrt. Ich habe, glaube ich, auch mal eine kleine Änderung habe ich auch mal gemacht, aber da sind so viele Experten dran und da geht dann die Post ab, wenn dann mal irgendeiner was ändert. Und so. Und neulich war wieder, was sind glaubwürdige Quellen? So ein Grundsatz in der Diskussion. Ja. Was glaubt? Ja. Frage ich mich auch immer, was ist glaubwürdig. Gibt gerade mit Wise Woman so ein Plagiate. Und dann sie hat eben nachgewiesen, dass es jede Menge Doktorarbeiten gibt, in denen großflächig Wikipedia-Artikel verarbeitet werden. Die wird nicht mal als Quelle angegeben, sondern wird 1:1 kopiert. Und später dann, sie hat eine Stelle gefunden, wo in einem Wikipedia-Artikel sich auf so eine Doktorarbeit bezogen wurde, die auch vom Wikipedia-Artikel abgeschrieben hatte. Ein in sich geschlossener Kreis, ja, die Wissenschaft zerstört. Das wissen Sie. Hier ist das neulich auch mal passiert. Das war so offensichtlich, dass es abgeschrieben war, weil es war. Und ich weiß nicht, was für ein Artikel es war. Ich habe die Information, die ich auch kannte, ging auch wieder um Freiburg. Habe ich dann einfach die Information genommen, es umgeschrieben und dann war das um mindestens ein Drittel kürzer, die ganze Geschichte. Weil es war zum Teil war es bla bla bla, zum Teil war es sehr umständlich formuliert, gar nicht richtig verständlich. Und ich habe gesagt, was ist denn damals wirklich passiert? Habe es umgeschrieben, minus ein Drittel war weniger. Aber auch, ich habe nie in meiner ganzen Wikipedia-Arbeit Kritik bekommen, wenn ich irgendetwas umformuliere. Das freut mich am meisten, dass da irgendeiner dann kommt und sagt, oh, das muss aber so, ich habe das geschrieben, ich will, dass es so bleibt und so. Diesen sogenannten Edit War habe ich eigentlich nie mitgemacht. Aus dem Anfang, da war meine Webseite über Geschichte, ist ja im Präsens geschrieben. Ja, ach so, ja. Und ich hatte dann auch, ach so, der Teil von dem, den ich hatte dann im Freiburg-Artikel auch ausgegliedert, meine Geschichte etwas verkürzt natürlich, dann geschrieben. Und dann bekam ich also gleich einen drüber, das müsste also historisches Imperfekt sein. Und historisches Imperfekt. Ja, ja, also ich habe im Imperfekt, das wäre also die Zeitform, in der also Historie geschrieben wird, Geschichte geschrieben. Na gut. Ich habe das dann zurückkorrigiert, bekam ich wieder einen drüber und dann habe ich dann gesagt, dann macht doch euren Kram alleine und dann wurde nach und nach wurde das geändert dann. Aber ich glaube, es sind immer noch zwei oder drei Sätze, kann ich immer noch finden, wo Präsens ist. Ja. Ich habe jetzt manchmal auch Schwierigkeiten, wenn ich was einarbeite bei mir, dann stehe ich plötzlich fest, Mensch, ich glaube, ich bin unperfekt.
Ich muss es durchhalten. Ja, ja, das ist also auch so. Du schreibst aber nicht über dein Fachgebiet. Ich schreibe nicht über Physik. Nee. Da gibt es so viele Leute, die das alles viel besser können. Und auch Strahlenschutz, ich meine, was soll ich da schreiben? Hast du abgeschlossen damit? Das habe ich abgeschlossen. Da muss ich jetzt nicht noch. Du fährst auch nicht mehr zu Kongressen zu sowas, sondern du bist jetzt Historiker. Ich war vor 5 Jahren war ich mal auf einem Strahlenschutzkongress, da ging es um die sichere Entsorgung radioaktiven Abfalls. Das ist immer noch, was mich umtreibt. Da habe ich auch, wenn Artikel in der Badischen Zeitung stehen, habe ich auch immer meinen Senf dazu. Ich schreibe dann Leserbriefe, die dann auch veröffentlicht werden. Aber das ist ja sowieso alles ephemer. Also da habe ich mich ja auch von einem Saulus zu einem Paulus entwickelt. Ich war ja früher, eigentlich durchaus Anhänger der Kernenergie. Und ich muss sagen, für mich ist das Argument, was also absolut schlagend ist, ist, dass die Entsorgung nicht klappt. Die klappt einfach nicht. Das habe ich auch irgendwann mal begriffen und seitdem bin ich auch Gegner der Kernenergie, als mir das klar wurde. Und wenn ich dann im Fernsehen jemanden sehe, vor so einem, es gibt ja noch gar keine Endlager, das sind ja eigentlich Hallen, wo Fässer drin stehen, auf denen man Spiegeleier zwischen kann, Zwischenlager, ja. Da stellt sich einer hin, hier kann einmal in 10.000 Jahren irgendwas passieren. Und dann, was natürlich mit diesen, damit spielt, dass man automatisch denkt, in 10.000 Jahren passiert was. Was auch schon eine Frechheit ist, weil wir auch den Menschen in 10.000 Jahren das nicht zumuten sollen. Aber einmal in 10.000 Jahren heißt ja auch jetzt sofort gleich, kann es passieren. Ja, Meck, das ist also auch so ein komisches Bild. Wie unsere Geschichte ist so letztlich, und Christi Geschichte ist 2.000 Jahre alt, sagen wir so sagen. Ja? Und jetzt reden die in Zeitraum von 10.000 Jahren. Mein Gott, die gehen noch vor die Pyramiden zurück. Ja. Das ist alles Quatsch. Nein, also. Und darum gibt es jetzt etwas ganz Interessantes, das muss ich jetzt verfolgen. Das habe ich auch schon verfolgt. Ich habe auch schon mal einmal oder zweimal darüber geblockt. Den sogenannten Thoriumreaktor. Dass man nicht Uran sagt nimmt, sondern nicht. Thorium. Kann man auch verbrennen, Thorium. Ja. In einem Reaktor. Es gab ja sogar den Kugelhaufenreaktor mal von Schulze, hieß der in Ruhrgebiet. Untrop wurde mal so ein Reaktor gebaut aus Kugel. Ich glaube, das war mit Thorium. Aber ist mir auch egal. Jedenfalls wird das jetzt propagiert wieder neu. Und war jetzt vor 3 Tagen und 4 Tagen war eine Sendung in Arte, den ganzen Themenabend. Und den habe ich zu Hause aufgenommen, den muss ich mir jetzt mal reinziehen. Das interessiert mich jetzt wirklich, ob die wirklich beim Podium der Meinung sind, dass sie gegen Sonnen, Wind, Energie und so weiter bestehen können. Denn auch da fällt natürlich radioaktiver Abfall ab, aber das ist natürlich kein Plutonium, das ist richtig. Das heißt, es strahlt weniger was dann als Nein, das ist länger, es ist halt nicht diese lange Halbwertszeit. Verstehst du? Guten Tag. Es geht ja darum, wenn die Halbwertszeit genügend kurz ist, kann man es ja beherrschen. Also Tschernobyl in 30 Jahren ist dann auch nichts mehr. Da kannst du auch wieder Wildschwein essen. Ach, tatsächlich, ich dachte es gar nicht. Aber sie haben jetzt einen neuen, wie heißt das, Mausoleum? Nee, so. Sie überdachen das Neue jetzt? Nee, es geht nicht darum, um das, was noch rauskommt. Das könnte ja auch noch irgendwann passieren. Es geht darum, um die Altlasten. Es werden immer noch Wildschweine gefunden. Ach so. Ja, die also verstrahlt. Mit Cäsium. Wobei, es ist auch wieder so eine typische Volksverdummung. Wenn du dann ganz 5-mal im Jahr kannst du dieses Wildschwein essen, dann hast du immer noch keine Strahlenbelastung. Aber das ist ja, ich habe neulich Deutschlandradio eine Reportage gehört von jemand, der nach Japan geflogen ist, zu dem Reaktor in Fukushima. Und hat sich natürlich auch ein Dosimeter besorgt vorher, bei Amazon bestellt und hat festgestellt, dass er auf dem Hinflug mehr Strahlen abbekommen hat, als er auf seinem ganzen Fukushima-Trip dort da überhaupt hätte abkriegen können. Naja, aber das muss man auch wieder zweistellig sehen, denn diese Dosimeter, die er da hatte, die haben jetzt wahrscheinlich die Höhenschrauben nicht richtig angezeigt. Also ich habe immer noch zu Hause
von einer japanischen Firma, zwei Dosimeter, die Batterien dürfen ausgelaufen sein inzwischen, die also speziell entwickelt worden sind, um eben im Flugzeug die Strahlung zu messen. Mhm. Mit denen bin ich häufiger geflogen, aber das ist eben dann auch letztlich und endlich nach meiner Ansicht alles vernachlässigbar. Mhm. Bei Fukushima ist es natürlich so, das kommt darauf an, wo du da bist. Mhm. Es gibt inzwischen, haben sie ja neue Gebiete freigegeben und die Dosiswerte sind immerhin so hoch, dass die Leute also doch mehr als die Dosis bekommen, die für die normale Bevölkerung in Klammern zulässig ist. Mhm. Und das ist aber eine japanische Affäre. Meine, wenn du dann nur mal als Journalist hingehst oder so für 3-4 Tage, spielt das überhaupt keine Rolle. Ja. Wie ist denn das mit diesen Grenzwerten? Die sind doch, manche sagen, sind viel zu hoch angesetzt, manche sagen viel zu niedrig. Also Schäden gibt es auf jeden Fall. Man sieht es in der Umgebung von Tschernobyl mit Krebs. Ja. Gibt es diese Nachweise mit Krebs und Strahlen und Kraftwerken? Ja, also ich meine, es gibt diese Geschichte mit dem radioaktiven Jod. Es gibt die Geschichte, glaube ich, in der Nähe von Brunsbüttel. Da gab es auch mal erhöhte Leukämiefälle bei Kindern oder so etwas. Ich bin da immer sehr vorsichtig bei solchen Urteilen. Das wird immer die große Glocke gehängt und letztlich und endlich ist das vielleicht doch nur ein Ausreißer. Ich glaube nicht, dass die Strahlengrenzwerte sind heute nur niedrig. Die sind ja nochmal wieder runtergesetzt worden, auch für die beruflich Strahlenexponierten. Dass jemand, der heute mit einem Dosimeter arbeiten muss, dass der ausreichend geschützt ist, dass dem dann nachkommen und er selber auch nicht einen Krebs dadurch entwickelt. Man sollte vielleicht weniger, ich weiß nicht, Schweinefleisch essen, weniger rauchen, weniger saufen. Ja, das ist doch. Ja. Ja. Und dann sagt er, ja, das eine, das will ich, aber ich will rauchen und ich will saufen und möchtest du jetzt noch einen Kaffee oder was? Einen Kaffee würde ich gerne noch trinken. Einen doppelten Espresso. Ja. Ich nehme einen einfachen Espresso, aber haben Sie auch irgendwas einen Kuchen dazu oder sowas? Leider nein. Dann nehme ich Crumble, oben. Hatten Sie doch Apfelcrumble? Als Dessert, ja? Als Dessert. Ja. Ah, nee, das möchte ich jetzt nicht. Okay. Dann nehme ich also, wie gesagt, einen einfachen und er kriegt einen doppelten. Ja. Ja. Ja, nee, das war jetzt so. Nein, also das ist mit der ganzen Strahlengeschichte, das ist, ich meine, wir haben davon gelebt, ne? Ich habe davon gelebt, ja. Vom Strahlenschutz, ne? Naja, aber was ist davon gelebt? Die anderen auch das Leben beschützt. Zu den Anfangszeiten des Strahlenschutzes, Marie Curie und so, die sind alle dran gestorben. Ja, aber da gab es ja keine vernünftige Dosimetrie, da gab es keine Grenzwerte. Man wusste es einfach auch nicht, vor allen oder wussten die das schon? Auch die ganzen Röntgenpioniere, denkt daran, die ersten, die Röntgenstrahlen der Medizin eingesetzt haben. Da gibt es in Hamburg, gibt es in einem Universitätskrankenhaus gibt es ein Denkmal für die Pioniere mit Namen, die damals an Röntgenstrahlen Krebs gestorben sind. Mhm. Ja, also das war davon, von dem ist man ja Weilen weit entfernt. Ja. Und auch selbst der Patientenschutz hat sich inzwischen so. Nicht, das sind Leute, sind todkrank. Da will man jetzt mit Röntgen irgendwelche Diagnosen noch machen, dann heißt es, ja, die dürfen aber nicht so sehr bestrahlt werden. Ja, wenn sie bestrahlt werden, ich meine, die sind vielleicht schon 60, 70, die Spätschäden, die kommen mit 110, weißt du? Das ist auch wieder so eine Sache. Das ist, da wird so viel Zeug geschrieben, auch in der Presse, ja. Das ist ja überhaupt, es ist fast gefährlicher, das zu übertreiben, weil dadurch die wahre Gefahr halt verschleiert wird. Indem man es immer sehr übertreibt, glaubt man dann auch gar nichts mehr. Ne? Also können wir festhalten, es ist gefährlich. Wenn man damit richtig umgeht, ist es nicht gefährlich. Ne? Ja. Das ist ja, glaube ich, auch dem Fachverband für Strahlenschutz über den sicheren Umgang mit Strahlen, ist der Untertitel. Ja. Badische Revolution habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Das ist die von 1848, oder? 1848 und 49, bis 49. Die Revolution fing in Baden an. Mhm. Und zwar schon im
ich raten, ich habe es aufgeschrieben, im Mai, Juni 48. Ich fing sehr früh an, März. Und endete dann mit der Eroberung der Reichsfestung Rastatt. Das war in den späten 49ern. Worum ging es eigentlich in dieser Revolution? Heute wird immer wieder betont, es ging um ein Mitspracherecht des Volkes, um eine Republik. Das ist bürgerliche Revolution. Wobei viele ein Königreich oder eine Herzogtum vorgezogen hätten. Das war übrigens die Zersplitterung, die die Revolutionäre hatten. Es gab die Radikalen, die eine Republik wollten, und die anderen, die wollten die Herrscher. So beschränkte Monarchie und so weiter. Und dann gab es in Baden noch das Besondere, dass sich im 1849 das Militär auf die Seite der Revolutionäre geschlagen hat. Mhm. Und da wurde es natürlich kritisch. Ja. Und dann kamen die Preußen und haben es niedergeschlagen. Tätschenprinz, der ist im Badischen auch bekannt. Mhm. Da gibt es den sogenannten Dortu, der aus Potsdam stammt, also Hugenottenspross. Der Wilhelm der Erste. Wilhelm der Erste, ja. Der hat genau, der hat hier in Berlin eben auf die Revolutionäre 48 schießen lassen. Ja, genau. Mit dem Kartätschen, das wurde er und im Simplicissimus dann Kartätschenprinz genannt. Das wurde er später aber dann als Kaiser sehr geliebt. Also er hat sich im Alter dann altersmilde, als er dann auch. Er wurde als, und zwar genau von dem Dortu, der hat es gecoint, also erfunden, das Wort Kartätschenprinz. Der wurde dann gesucht, der ging dann nach Süddeutschland, er hat in der Badischen Revolution mitgekämpft, wurde gefasst und von einem preußischen Standgericht dann erschossen. Mhm. Ungefähr 300 Meter von meiner Wohnung entfernt, auf einem kleinen Friedhof. Und da gibt es heute noch ein Denkmal. Und jeweils am 31. August treffen wir uns und gedenken Dortu, Kromer und da gibt es noch einen dritten, die dort erschossen wurden, von den Preußen, die also die Badische Revolution niedergeschlagen haben. Und da gibt es heute noch, gibt es noch ein gewisses Ressentiment gegen die Preußen. Da gibt es das sogenannte Badische Wiegenlied. Findest du alles auf meiner Webseite? Ja. Ich krieg den Kleinen, du kriegst den Großen. Ja. Badische Revolution, ja, ist ein super interessantes Thema, wie gesagt, auch Schwerpunkt. Ist die längste der Seiten meiner Geschichtsseite über die Badische Revolution. Mhm. Weil da gibt es natürlich viele Dokumente, viele Bilder auch. Anders als in den als zum 30-jährigen Krieg. Und das ist schon. Ja, der hat ja in Deutschland ordentlich zugeschlagen, der 30-jährige Krieg, was Quellen angeht. Wenn ich dann mit Briten spreche, hat es nicht so gewütet, da sind die Kirchenbücher erhalten geblieben. Da gibt es die Kontinuität und hier ist wirklich immer die Lücke 30-jähriger Krieg. Ja, genau, die Kirchenbücher, das ist weg. Übrigens, es haben sehr viele Briten und Iren im 30-jährigen Krieg gekämpft. Das ist nicht nur der berühmte Butler bei Schiller, der den ja den Wallenstein dann mit einer Pike hat er ihn glaube ich erlegt, aber ich habe es mal in Freiburg als Theaterstück gesehen, da ist er mit einem Six-Shooter mit einem Revolver reingegangen. Iren sind mir auch in meinem Hobby umgekommen. Ich bin nämlich Historiker bei Frankfurt-Oder. Ah ja. So, und da ist auch ein irischer Offizier, hat bei der Stürmung von Frankfurt-Oder durch die Schweden eine besondere Rolle gespielt. Er hat sich nämlich wirklich tapfer geschlagen. Wenn alle anderen weggelaufen sind, hat er mit seinen Truppen da das Tor verteidigt, wurde schwer verwundet und wurde gefangen genommen. Und sein Vorgesetzter hat ihn angeschwärzt und behauptet, er wäre feige gewesen und wäre weggelaufen und hat sich selber das an die Brust geheftet. Er hat es dann erfahren und hat seinen Leuten, die ihn gefangen genommen hatten, hat da entrüstet, die waren auch entrüstet, haben ihn entlassen, damit er da hinfahren kann,
zu seinem Feldherrn und das richtig stellen konnte, weil das war unerhört. Und er hat auch dann Flugblätter drucken lassen und in Frankfurt Oder die verteilen lassen, damit die wahre Geschichte halt als Licht kommt. Also die Ehre hat da schon eine große Rolle gespielt, auch die irische Ehre. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine kleine Stadt wie Frankfurt an der Oder, vergleichbar mit Freiburg, dass die eine ähnlich interessante Geschichte hat, weil sie auch die Grenznähe hat, auch wie Freiburg, obgleich Freiburg natürlich wahrscheinlich etwas älter ist als Frankfurt an der Oder. Also 1253 hat Frankfurt Oder die das Stadtrechte gekriegt. Wir sind 1120. Und Frankfurt-Oder hat das große Pech, dass das Stadtzentrum 1945 zu 95% verbrannt ist, durch Brandlegung nach Kriegsende. Und dass dann mit der Neugestaltung der Stadt der Rest noch abgerissen wurde. Also es gibt diese riesige Marienkirche, die, wie Frankfurt immer betonen, 15 Meter, nur 15 Meter kürzer ist als der Kölner Dom. Also ein großes nordisches Backsteingebäude, dann das Rathaus und noch zwei, drei Häuser, aber der Rest ist alles in 1950er Jahren gebaut. Und dadurch hat die Stadt ihre Seele regelrecht verloren. Es gibt es fehlen die Häuser, an denen man Bezug nehmen könnte. Wie in Braunschweig auch, da gibt es die sogenannten Traditionsinseln, aber sonst dazwischen ist eben nichts mehr. Ne? Aber in Freiburg ist ja noch die Innenstadt sehr gut erhalten. Nee, alles neu gebaut. Praktisch. Alles neu? Aber im alten Stil. Im alten Stil, genau. Wie Warschau das ja auch gemacht hat und das sehr gut verkraftet hat. Ja. Nein, aber ich meine, Frankfurt an der Oder habe ich ja mal besichtigt. Es gab mal so ein, vor 5 Jahren, glaube ich, so ein Kleistjahr. Und da habe ich auch drüber gebloggt. Und da gibt es eben auch, da waren wir auch in Frankfurt an der Oder, da ist er ja, glaube ich, geboren. Da gibt es eine Art Museum war da. Und dann haben wir auch die Marienkirche gesehen. Und was mir am meisten imponiert hat, das war diese Glasfenster, wo auf der einen Seite die Heilsgeschichte und auf der anderen Seite die Pseudo-Heilsgeschichte, also mit dem Antichristen und so weiter, was man sonst gar nicht so dargestellt sieht in Kirchen. Dieser Antichrist, der eben auch geboren wird und dann schon die Teufelshörner aufhat und so weiter. Das ist Antichristfenster. Ja, ein bisschen Unsinn drüber erzählt, aber ist schon besonders. Frankfurt war immer sehr aufmüpfig. Der Bischof saß in Debus, nördlich von Frankfurt, das eine deutlich kleinere Stadt war, aber historisch halt gegeben. Der Bischof wollte sich auch in Frankfurt ansiedeln, aber ja, so die Geschichte hat es verhindert. Frankfurt Oder hat auch eine Madonnenstatue, eine sitzende Madonna mit einem Kind und hat den Rock hochgeschürzt. Man sieht die Knie. Das ist unfassbar. Ja. Ja, nee, aber da gab es also viele Beispiele, dass im ausgehenden Mittelalter und so weiter die ganzen Bischöfe wurden geschasst aus den Städten. Hm. Also Köln hatte auch dauernd Kriege mit seinen Bischöfen. Basel ist auch so ein typisches Beispiel. Der ist dann in Pontruit in Frankreich, er war Fürstbischof, hatte dort seinen fürstbischöflichen Sitz. War aber Bischof von Basel. Ja. Waren ja alle Fürstbischöfe. Und man wollte ihn als Fürst, als geistlichen Herrn hat man ihn akzeptiert, aber nicht als Fürst. Und das muss ähnlich dann in Frankfurt an der Oder gewesen sein. Frankfurt war zweimal eine sehr lange Zeit mit dem Bann belegt, weil sie sich mit irgendeinem Fürsten verbunden haben. Ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber waren exkommuniziert, quasi, ja. Was von der Stadt durchaus tödlich sein könnte, aber sie haben sich sehr gut gehalten, weil sie halt auch Glück hatten mit Niederlagsrecht und so. Wirtschaftlich ging es ihnen da immer sehr gut über viele Jahrhunderte hinweg. Was war Frankfurt Oder hat vom Fernhandel gelebt. So, was war für Freiburg so? Ja, eigentlich auch. Die haben auch vom Handel gelebt. War übrigens Breisach, war eine große Konkurrenz. Bis es dann in zähringische Hand fiel. Vorher haben die Zähringer noch einen zweiten Rheinübergang geschaffen. Der sogenannte Neuenburg am Rhein. Um eben Breisach das Wasser den Handel abzugraben. Und das hat auch in gewisser Weise geklappt. Aber dann haben die Bischöfe von Jan, das waren immer mit den Fürstbischöfen von Basel in Konflikt. Und dann haben die Basler aber das
Breisach verloren und dann hat Bertolt der Fünfte hat dann Breisach richtig ausgebaut. Die ganzen Festungsbauten und so weiter, die sind also eigentlich alle aus dieser zähringischen Zeit. Aber selbst Bertolt der Fünfte wurde in seinen letzten Lebensjahren exkommuniziert. Also das war damals, aber die Investiturstreit war ja schon vorbei. Insofern war die Exkommunikation kein so großes Thema mehr, weißt du? Sie ist einmal aufgebraucht bei Heinrich IV., der hat sich dann auch wieder durchgesetzt. Er wurde ja zwar rehabilitiert, aber zum Schluss hat er wieder gegen den Stachel gelöckt. Der wurde, glaube ich, zum zweiten Mal exkommuniziert, hat ihn nicht mehr interessiert. Die Waffe war stumpf geworden. Ja, und Bertolt der Fünfte war eben später und da war es, Exposition war gar kein Thema mehr. An Wikipedia hast du jetzt keine großen Pläne mehr, also nochmal große Artikel schreiben? Nee, habe ich nicht. Große Artikel werde ich nicht mehr schreiben. Aber du fliegst deine Artikel und wenn dir was unterkommt? Meine Beobachtungsliste wird auch mal größer, weil ich, wenn ich, wie gesagt, größere Änderungen an Artikel mache, dann mache ich natürlich einen kleinen Haken und beobachte das dann schon. Aber da kommt meistens auch nicht mehr so viel. Also von den Artikeln, dass ich da sehe, dann hat vielleicht am einen noch mal ein Komma geändert oder dann sehe ich immer, ich sehe -1 oder +1, dann weiß ich schon. Ein Komma. Der Versionshistorie, genau, wenn man etwas ändert, wird ja angezeigt, wie viel Byte geändert wurde. Ja, genau. Und wenn nur ein Byte, also ein Zeichen geändert wurde, dann weiß man schon, dass das jetzt nicht so schlimm sein kann. Weil das Wort Penis passt nicht in ein Byte. Ja, das war. Ist das häufigst gebrauchte Wort in Artikeln, die gelöscht werden? Wenn ein Artikel anklickt, wo nur Penis drinsteht. Was wieder in der? Das Wort Penis ist das Wort, was in gelöschten Artikeln in der Wikipedia am häufigsten vorkommt. Penis? Ja, da werden Artikel angelegt, jemand schreibt dann Penis rein und so. Ach. Ja. Vandalismus. Ach, da war übrigens jetzt neulich der Streit mit dem Rotlinks. Da habe ich ja auch noch. Streit nicht, aber ja, ich habe meine Meinung gesagt, es setzt sich immer mehr die Praxis durch, dass Leute Rotlinks entlinken. Ich würde ja immer noch, wie zu Anfang seiner Wikipedia, alle Lemma, also Namen von Leuten oder Institutionen oder so, verlinken, obwohl noch kein Artikel da ist, wenn das einen relevanten Artikel geben könnte. Aber es gibt Leute, die sagen, Rotlink darf nur setzen, wer demnächst genau zu diesem Lemma auch einen Artikel schreiben soll. Bin ich nicht der Meinung. Ich finde das schlecht. Ja, aber da, wie gesagt, bin ich vielleicht etwas anderer Meinung, weil ich habe das eine Beispiel, auf das ich mich gut beziehen kann, war neulich in Freiburg, Freiburg-Artikel, da hat jemand irgendeinen Industriebetrieb oder so, hat er gemeint, der müsste auch da drin stehen, mit einem Rotring. Und da hat eben jemand anders, hat das Ganze gestrichen, hat geschrieben, erst Artikel schreiben, dann einsetzen. Fänd ich auch vernünftig. Ja, ich meine, wenn er dann schon, dann soll er doch den Artikel schreiben, dann kann er ja auch einsetzen. Ich würde aber so viele Artikel dadurch schreiben müssen, das kann ich nicht leisten. Aber ich denke, dadurch, dass jetzt die ganzen Rotlinks weg sind, der Eindruck entsteht, dass schon alles geschrieben wäre. Dass dadurch die Aufmerksamkeit oder das Verständnis dafür, dass man so viel fehlt, was man auch schreiben sollte. Ich verstehe deine ich will dich jetzt auch nicht überzeugen, wenn du meinen Standpunkt da. Nein. Ich meine, wie gesagt, ich kann aber auch das andere nachvollziehen, wenn jemand einfach aus lauter Lust und Tollerei, weil er denkt, oh Mensch, mein Vater arbeitet in der Firma und die Firma hat noch keinen Link, also setze ich mal das ein, da gibt es auch noch die Firma unter dem Firmenkatalog und setze das ein und dann, ja okay, dann soll mal den Artikel schreiben. Nee, so geht es auch nicht. Naja. Er hat ja höchstwahrscheinlich sogar, ich nehme mal an, er hat das Grundwissen. Er könnte noch einen Artikel dann erstmal anlegen. Schön wär's, ja. Ja.
Ich weiß auch, ich habe auch einen Artikel angelegt, da war also auch nur praktisch maximal zwei Paragraphen. Mhm. Gerade um die, was habe ich denn geschrieben, die Bürgermeister. Da gab es also Alodder Rotlings, die ersten Bürgermeister von. Der Rottek war natürlich drin und dann der Salomon natürlich, und der davor auch noch. Der Böhme natürlich, so klar. Aber dann gab es also eine ganze Latte, das war alles Rotlings. Und dann habe ich also recherchiert und habe also gefunden, zwei Artikel, und habe die Informationen kondensiert und reingeschrieben. Das war also wirklich immer nur einfach, aber sie waren jetzt mal drin. Ja. Mit Geburtsdatum und Lebensdaten und wie lange sie und so was, und was sie unter Umständen noch gemacht hatten, welche Gebäude sie errichtet hatten. Faulerbad zum Beispiel, der Fauler hat also das sogenannte Faulerbad. Und so, und da war es erstmal drin. Und inzwischen muss ich, wenn ich danach gucke, dann sehe ich, da haben Leute doch ganz schön viel inzwischen schon dazu wieder. Das finde ich eben gut, so soll es sein. Ne? So, jetzt wollen wir dann mal uns leise weint hier. Du, das war jetzt super interessant mit dir. Aber nee. ich hab die ganze Zeit geredet. Du hast aber ist auch. Ja wundervoll. Zum Schluss hast du auch was gesagt. Ich habe auch was gesagt. Ja. Nein, das sind vollkommen in Ordnung. Aber das mit dem Frankfurt, das will ich doch mal beibehalten. Mach doch wieder, lass doch die Webseite wieder aufleben. Ich habe das alles nach Wikipedia transferiert. Das ist dort alles in die Artikel reingewandert. Da geht nichts mehr verloren.